wie ganz normale Kassenbons und Fahrkarten euren BPA-Spiegel erhöhen. Guten Morgen! Kassenzettel, Fahrkarten oder Quittungen enthalten oft BPA und oder BPS. Beide sind Stoffe, also Bisphenol A und Bisphenol S, die als stark gesundheitsgefährdend gelten. Daher hat die EU schon längere Zeit BPA in Babyflaschen komplett verboten, da Forscher plausible Hinweise darauf fanden, dass es zum Beispiel Männer unfruchtbar macht und auch die Reifung des Gehirns von Ungeborenen oder auch von Kleinkindern irreversibel schädigt. Neuere Studien bringen BPA auch mit Herzerkrankungen, mit Brust- und Prostatakrebs, verfrühter Pubertät, Insulinresistenz, Diabetes, Fettleibigkeit und Ejakulations- und Erektionsproblemen in Verbindung. Aber nicht nur Babys wollen gesund leben, sondern auch wir Erwachsene. In den USA haben Forscher eine Studie durchgeführt, wo Studenten 2 Stunden direkten Kontakt mit Kassenbons hatten. Klingt bizarr, als dass man das so als Gefahr darstellt, aber wir kommen jetzt gleich zu den Ergebnissen. Ne? 2 Stunden Kontakt mit Kassenbons. Die werden auch heute noch mit BPA und BPS hergestellt. Eine Gruppe hatte Handschuhe auf und die andere eben keine. Anschließend wurden die BPA-Werte im Urin der jeweiligen Studentengruppen getestet und das gefährliche BPA war bei den Nicht-Handschuhträgern nach oben geschossen, während natürlich bei den Handschuhträgern überhaupt keine Erhöhung festgestellt wurde. Um einmal konkrete Zahlen zu nennen, bei allen Probanden war der Spiegel vor dem 2-stündigen Kassenbon-Fummeln bei unter 2 Mikrogramm pro Liter. Während die Handschuhe natürlich wirkungsvoll schützten, haben diejenigen, die in Kontakt mit den Kassenbons gekommen sind, mit ihrer Haut, ihren BPA-Spiegel im Mittel auf 5,8 Mikrogramm pro Liter erhöht. Das ist das Dreifache. Die Studie ist hier immer unten in der Infobox auch verlinkt. Es ist unglaublich, wie schnell dieser Kunststoff durch die Haut diffundiert und in den Körper gelangt. Und jetzt kommt das Perfide. Jeder achtet ja mittlerweile, zumindest nach meiner, in meinem Umkreis und nach meiner Auffassung, auf BPA-freie Trinkflaschen zum Beispiel. Aber die orale Aufnahme, also durch den Mund von BPA, scheint viel weniger gefährlich, da die Chemikalien im Verdauungstrakt zumindest teilweise unschädlich gemacht werden können, als bei der Aufnahme über die Haut. Da achtet keiner drauf. Aber das ist viel gefährlicher, wenn es durch die Haut diffundierter Kunststoff. Ein Kleinkind, was mit Kassenbons spielt, hört genau zu, was ich sage. Ein Kleinkind, was mit Kassenbons spielt, das ist überhaupt nicht von der Gesellschaft als Gefahr wahrgenommen. Aber das nimmt nach der Ansicht der Wissenschaftler bereits schon kritische Mengen BPA auf. So zumindest eine Einschätzung auch seitens Greenpeace, die vor dieser Gefahr schon weit vor dieser amerikanischen Studie sozusagen überhaupt gemacht wurde, diese Gefahr erkannt haben und einen Test beim Berliner Pika-Institut in Auftrag gegeben haben, um zu testen, ob auch deutsche Unternehmen mit BPA, BPS in ihren Kassenbons arbeiten. Und es geht nicht um Kassenbons, es gibt auch andere, so wie Fahrkarten. Ne? Also alle diese Sachen, die Thermopapier sozusagen hergestellt wird, wird auf BPA eingesetzt. Und Greenpeace hat die Studie in Auftrag gegeben. Link zu dieser Studie, die ist allerdings käuflich zu erwerben. Die Zeitschrift von Greenpeace findet ihr Greenpeace findet ihr unten in der Infobox. Aber das Ergebnis ist das Entscheidende. Und das war ernüchternd. BPA oder BPS wurde nahezu in jedem getesteten Bon gefunden in Deutschland. Aldi, Edeka, Galeria Kaufhof, Deutsche Post und Deutsche Bahn und Rewe. Lediglich Lidl hatte weder BPA noch BPS in ihren Bons, in ihren Kassenbons verwendet. Die EU will nun endlich aufgrund der immer stärkeren und signifikanteren Forschungsergebnisse die BPA mittlerweile als Katalysator von nahezu jede Krankheit, von Krebs über eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Diabetes sehen, nun endlich eine Eindämmung dieser gefährlichen Chemikalie auf Kassenzetteln und jeglicher Art von Thermopapier vorantreiben. Eben vor ein paar Tagen hat der zuständige EU-Ausschuss die Anweisung, dass nur noch 0,02% des Gewichts aus BPA bestehen dürfen, in die sogenannte Chemikalienverordnung mit aufgenommen. Klar, wäre ein komplettes Verbot die einzig, zumindest in meiner Auffassung, zufriedenstellende Lösung. Aber die Rechte der Wirtschaftsunternehmen, denen auch immer eine Umstellungsfrist eingeräumt werden muss, sind offensichtlich von enormer Bedeutung.
Ich lasse mir mein Leben lang schon standardmäßig nie einen Kassenzettel geben, weil ich es schon immer aus Müllgründen für sinnlos erachtet habe, einen derartigen Zettel in Empfang zu nehmen. Ausnahme ist natürlich der Kauf von hochpreisigen Geräten, wo eben der Garantiefall den Besitz des Zettels vorsieht. Aber dank Amazon ist selbst das nicht mehr notwendig, weil wir haben alles digital vorliegen. Also ihr braucht keine Zettel. Und deswegen empfehle ich Euch heute aus meiner Sicht und auch aus der Sicht, die ihr haben solltet in Bezug auf Eure Gesundheit, dass ihr diese Kassenzettel nicht mehr anfasst. Das ist alles immer eine Frage auch der Masse. Wenn man einen Kassenzettel aus dem berührt, müsst ihr nicht in Panik verfallen. Aber wenn ihr standardmäßig den Kassenzettel annehmt, ist das sicherlich nicht gut. Diese Kassenzettel, sie haben im Endeffekt eigentlich keinen Zweck und sind in den meisten Fällen wirklich absolut unnötig. Und auch wenn sie selber jetzt nicht sofort Krebs auslösen, weil man jetzt den Kassenzettel angefasst hat, so ist es doch die Summe unserer täglichen Entscheidungen, die zusammen zu vielen Zivilisationskrankheiten führen. Das beginnt mit der Ernährung und geht eben bis zu solch banalen Dingen wie einen Kassenbon anfassen, der mit BPA verarbeitet wurde und was dann durch die Haut diffundiert und was sofort messbar ist in unserem Urin. Und wenn ihr den Kassenbon schon liegen lasst, dann lasst gleich den ganzen Verpackungsmüll direkt auch bei den Händlern. Ich sehe das immer wieder. Die Leute nehmen immer den ganzen Müll mit. Wenn das jeder machen würde, dann würden viel mehr Kosten für den Händler entstehen, da die Behälter häufiger, also diese Trennbehälter häufiger von dem Personal geleert werden müssen, was dann wieder auch neue Arbeitskräfte für das Unternehmen kostet, da irgendwann die Kassiererinnen das ja nicht mehr schaffen, die machen das ja oft häufig mit nebenbei. Die Kosten für die Entsorgung werden dann auch immer höher, weil es immer mehr ist. Und das und wirklich nur das, das bringt die Händler zum Umdenken. Es ist nicht egal, ob ihr den Müll zu Hause in die Tonne werft oder ob das der Händler macht, da landet ihr sowieso beim Müll. Nein, es ist nicht egal. Lasst den Müll beim Händler, genau wie den Kassenbon. Ich hoffe, ich konnte Euer Leben mit diesen Informationen heute auch wieder ein Stück verbessern und ihr vor allem durch die Bewusstheit bezüglich dieses kleinen Teils Eures Lebens, das ist mir wirklich ein ganz kleiner Teil, fasst den Kassenbon nicht an, den ihr nun vielleicht in einem anderen Licht seht und dessen Umstellung vor allem auch nichts kostet, Eure Gesundheit wieder einfach weniger belasten. Ne? Wenn Euch das Video gefallen hat und ihr gerne weiter damit versorgt werden wollt, dann abonniert meinen Kanal hier oben und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.